Hallo, herzlich willkommen zum M1615. Das ist meine Wenigkeit und wir spielen Mario Kart 8 Deluxe. Das ist dieses fantastische Spiel. Wir spielen weiter. Wir haben als letztes gespiegelt, aber relativ knapp nur gewonnen. Tendenziell habe ich ja vorher gesagt, dass wir immer mit dem letzten fahren. Ich glaube aber, dass wir letztes Mal schon mit dem gefahren sind. Ich bin mir da nicht sicher. Deswegen fahren wir mit Mii. Und wir waren als letztes mit dem Go-Kart unterwegs und von daher, denke ich mal, sollten wir dementsprechend auch wieder mal etwas anderes machen. Und zwar, wir sollten mal mit den Rallye-Rädern fahren und dann mit dem Papiergleiter. Einfach mal ein bisschen was anderes als sonst. Und Smiley tendenziell ist ja eh ein Mii-Charakter und mit dem Mii-Charakter, ja gut. Denke ich mal, fahren wir mal, wissen nie. Also, im letzten Teil hatte ich schon erwähnt, wie die Staffel 2 abläuft. Jetzt sagt so von wegen, wird Staffel 2? Wirklich? Ja. Leute, Staffel 2. Es steht Staffel 2 an. Und zwar Ende des Jahres, Ende 2022. Vielleicht ist schon Staffel 2 bei euch draußen. Dann seid ihr wahrscheinlich schon im Jahr 2023 oder sogar noch später. Luigi ist meiner Stimme. Und und ja, fahren wir online. Ja, ich so aber richtig schnell. Jo, bin darauf gespannt, wie es ablaufen wird. Oh, der war gut. Sonst was steht bei Memo und sonst so nichts an. Tendenziell ziemlich viel. Tatsächlich ziemlich viel vor in letzter Zeit. Also deswegen bin ich auch schon ein bisschen gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen froh, dass wir wirklich hier jetzt die Staffel 1 beenden können. Ja, das ist hier so eine Strecke, die sich halt super eignet für Fahren. Ja, viel steht bei Memon an tatsächlich. Also oktobertechnisch, boah, einfach viel. Einfach viel. Unter anderem Vorbereitung für die Fußballweltmeisterschaftsprognose. Ja, der Memon macht eine Fußballweltmeisterschaftsprognose. Hat er Memon schon gemacht 2014 und auch 2018. Und natürlich macht der Memon das auch 2022. Heißt im Umkehrschluss, ihr könnt euch Mitte Oktober darauf freuen, auf die ersten Prognosen, das erste Spiel. Und allem drum und dran. Seid dabei, definitiv. Natürlich wird das auch wieder so sein, wie davor die Male, dass die Prognose tatsächlich genau einen Monat vor dem echten Spiel laufen wird. Was wiederum bedeutet, natürlich diverse Spieler könnten nicht nominiert sein, sie könnten verletzt sein, sie könnten nicht eingesetzt werden. Hatte ich in den letzten Jahren immer wieder Probleme mit den Leuten da draußen, die dann irgendwie gesagt haben, ja, aber der und der spielt da gar nicht. Der ist gar nicht nominiert. Ja. Das weiß ich doch einen Monat vorher nicht. Oder wisst ihr jetzt schon, also ihr, die jetzt das Ding vor der Weltmeisterschaft 2022 sich angucken, wisst ihr schon, wer denn wen gegen wen wann wie spielt? Mit welchen Spielern? Können ja diverse Spieler verletzt sein noch, also dementsprechend, was EA da mir dann empfiehlt, werde ich wahrscheinlich auch als Aufstellung aufstellen. Wir müssen einfach gucken, was passiert. Also ich bin darauf gespannt. Alleine, weil die Prognose selber ja auch als Prognose gilt. Nee, da draußen jetzt sagst du von wegen immer, und machst du denn auch weiterhin Bundesliga-Prognose? Ja, Leute, das geht auch weiterhin. Das wird auch parallel laufen, alles entspannt. Immer Donnerstag vor dem Spieltag ausgenommen englische Wochen, da ist es dann. Soweit ich das plane, eigentlich am einen Tag vor dem Spiel. Also einen Tag vor dem Spiel. Ja, mach mal du. Auch eine Idee. Muss man auch mal überlegen, ob man sich denn vorher crashen lässt. Nicht flashen, sondern crashen. Ja. Wortspielhilfe ist Bescheid. Jo. Bombenpower!
Ja, also WM-Prognose kommt natürlich bei Mammon 615 und dementsprechend bin ich natürlich auch schon ja ein bisschen erfreut, dass das kommt. Dementsprechend natürlich dann Pause Mario Kart. Dann zur Fußball-Weltmeisterschaft. Natürlich Pause Mario Kart, weil Fußball-Weltmeisterschaft, weil ganz viel dann wieder hier läuft auf diesem Kanal. Auch wenn nicht alle diese Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gut finden. Aber leider haben wir sie und ja, kann man nichts machen, würde ich sagen. Also leider haben wir sie. Müssen wir mit klarkommen. Ich tendenziell war auch nie so der Freund davon. Ich habe das auch so ein bisschen gehofft, dass das woanders gespielt wird. Hatten wir auch im letzten Sommer. Falls der ein oder andere sich da noch erinnern kann. Sommer 2022. Das ist diesen Sommer gewesen, ne? Ja, der immer. Ich, ne? Vergesslich wie irgendwie. Diesen Sommer war es. Sommer 2022. Haben wir ja auch so eine Tumaso-WM gemacht. So eine Fantasy-WM. Bei der das australische Team Weltmeister geworden ist. Also gucken wir mal, ob es dann vielleicht bei der richtigen Prognose eventuell auch so einen exotischen Weltmeister gibt. Gucken wir mal. Tendenziell wäre es halt schon irgendwie ja schon witzig, wenn es so wäre. Und andersrum haben wir bisher in den WM-Prognosen, wenn ich jetzt überlege, wer alles bei mir Weltmeister geworden ist, haben wir bislang, glaube ich, keinen einzigen, der auch dann in echt Weltmeister geworden ist. Ja. Falls ihr die Prognosen nicht mehr kennen solltet, nicht mehr wissen solltet, solltet ihr definitiv auf meinem Kanal vorbeischauen, auf Playlists. Da gibt es dann den Reiter Playlists und da gibt es dann weiter unten eine Playlist, die heißt WM-Prognose 2022 und 2018. Könnt ihr euch alle Spiele angucken, alle Spiele anhören, kommentatorisch. Ja, ist das jetzt nicht das noch Ultra? Aber ich bin ja auch kein fester Kommentator. Also wenn ich irgendwo mal, ne, wenn ich ein sehr guter Kommentator wäre, dann ja, dann glaube ich, würde ich auch damit Geld verdienen. Bin ich aber nicht, Leute. Hobby-Kommentator, das passt. Da bin ich auch mit. Oh je. Damit bin ich auch ganz zufrieden. So, jetzt müssen wir Itchy noch überholen. Das wird schwierig. Das kriegen wir nicht mehr hin. Macht nichts. Itchy gewinnt das Rennen. Wir werden Zweiter. Heißt also keine drei Sterne. Schade eigentlich, aber. Ja, gut. Was soll's. Solange wir einen Stern kriegen, ist das ja alles okay. Sagen wir es so rum. Solange wir einen Stern kriegen, ist alles okay. Ich möchte schon gerne überall Stern dran haben. Ja. Das war selten dämlich. Wollte ich gerade sagen. Das war sehr knapp und dann selten dämlich. So, ja, dann ein bisschen langsam. Boah, Ninjas! Jetzt haben wir auch mal gesehen, wie die Ninjas rauskommen. Boomerang. Naja. Okay, da oben gehen die lang. Auch schön. Ist aber auch interessant. Also. Vierter. Also, das ist schon. Interessantes Rennen. Alleine, weil Luigi so heftig vorne wegfährt. Okay, das war selten dämlich. Sorry, Luigi, aber. Das war selten dämlich. So, als erster eine Verfolgungspanzer kriegen. Ich weiß nicht wofür. Aber zurück zu unserem Thema eigentlich, ne? WM-Prognose. Ich werde dir dementsprechend einfach mal freischalten. Wenn ihr Bock habt, kommt auch dementsprechend für 2022. Machen wir genau so wie damals.
Ja, und dementsprechend hat er immer natürlich im Oktober sehr viel vor. Weil alles aufzeichnen und alles drum und dran. Wird es Previews geben? Nein, Leute, tatsächlich nicht. Ich habe zwar ja gesagt, also fast alle, dass ich eigentlich eine Preview-Option habe und alles drum und dran. Ja. Natürlich, das Problem ist bloß das, dass ich ja, vielleicht auch mal diese Weltmeisterschaft an viel frühen Zeitpunkten mache, also viel, viel früher. Hatte ich ja bei der meiner eigenen WM in den USA ja auch gemacht, hatte ich auch keine Preview gemacht. Ja, da ist das Ziel. Also das war jetzt komisch. Tatsächlich auch Preview gemacht und alles drum und dran. Und Morten ist letzter geworden. Und hatten wir Morten auch schon? Ich weiß es nicht. Ich muss mir das eigentlich aufschreiben mal. Und wie gesagt, damit die Spannung aufrecht bleibt und damit wir auch alle irgendwie ein bisschen gespannt sind, alleine wegen den K.O.-Phase. Gruppenphase, okay, da kann man auch überlegen. Ah, komm, vorher aufreichen, immer vorher, preview-mäßig. Ja, kann man überlegen. Aber damit die Spannung aufrecht bleibt, denke ich mal, lassen wir es bleiben. Wo wir beim Bleiben lassen sind, wir lassen es auch für heute bleiben. Wir sehen uns hoffentlich dann zum nächsten Teil wieder, wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dann, eine gute Zeit und ciao.